Herzlich willkommen zur 134. Folge von Verhundert. Wir sind Steffen und... Und Luis, und ich bin nicht Luis. Und ich bin nicht Steffen. Steffen ist schon sehr begeistert. Man merkt es, diese Begeisterung. Naja. Hallo, ja. Liebe Zeitreisende. Wir haben heute den 15.12.2022. Vor 100 Jahren haben wir den... 15.12.1922. Ja, ich rede jetzt erstmal weiter, Steffen, und dann, ich glaube, ich möchte jetzt, ich merke schon, wir kennen uns schon ganz lange und merke gerade die Begeisterung. Und dann, ja, die Folge gliedert sich wie folgt. Wir reden erstmal über die Hausmeisterthemen, da reden wir bei uns. Das machen wir zeitlich wirklich sehr, sehr kurz, um auf den eigentlichen Bereich zu kommen. Das sind die Themen von vor 100 Jahren. Dazwischen kommt nur Werbung und ein Witz. Und zum Schluss kommt der Harry Kraft-Kastell-Teil. Also jetzt nochmal in der chronologischen Reihenfolge. Hausmeister, Witz, Werbung, Themen von vor 100 Jahren und Harry Kraft-Kastell. Steffen, wollen wir anfangen mit dem Hausmeister-Teil? Ja, so beginnen wir. Ja, und da wollte ich als allererstes mich nochmal bei Ann-Kathrin bedanken. Sie hat uns eine sehr, sehr schöne E-Mail geschrieben. Ann-Kathrin, du hast die Herkules-Aufgabe dir auferlegt, 4,9 Tage Verhundert Podcast zu hören. Erstmal Respekt, das ist ja wirklich sehr, sehr viel. Und über deine E-Mail, sehr, sehr lange E-Mail, haben wir uns sehr, sehr gefreut. Ich mache mir jetzt über die Jahrespause Gedanken, wie man das Leben der Frauen in der Zeit stärker beleuchten kann. Danke für den Hinweis und da mache ich mir Gedanken, was mir auch im Herzen liegt. Du hast nochmal gebeten, du hast dich erstmal als Rathenau-Fan an Kathrin geoutet und Rathenau, ein ganz großartiger Mensch. Und das Zitat, der Mensch hat als Lebenszweck, seine Seele wachsen zu lassen. Ja, das ist aus dieser Biografie von Harry Kraft-Kessler. Ich kann leider die Seite die nicht nennen, weil ich es mir bei Audible angehört habe, wie Steffen und ich. Wir haben dir aber auch geantwortet. Und nochmal danke für deine E-Mail. Ja, auch danke nochmal von mir. Und Steffen, haben wir noch weitere Hausmeisterthemen? Ich muss nur, glaube ich, einen Disclaimer machen. Das klingt jetzt so, als ob ich total genervt sei, aber bin ich nicht. Ich bin nur, das ist das, immer dieses Phänomen, wir nehmen die ganze Folge auf. Und das jetzt hier nehmen wir am Ende eigentlich auf, obwohl es zum Anfang der Folge kommt. Also wir das nächste Jahr... Genau, bin nach 6 Jahren drauf gekommen, dass das ja viel mehr Sinn macht, weil dann weiß man an der Einführung, worüber wir eigentlich später reden. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. Ja, nur Steffen ist jetzt langsam müde. Genau. Ich habe auch schon 20 Minuten Harry Graf Kessler, glaube ich, hinter mir. Ja. daher bin ich nur etwas müde. Also ich habe natürlich Lust auf diese Folge und ihr hört ja jetzt auch den späten Steffen und gleich durch den Schnitt den frischen Steffen. Also daher. Kommen wir zu den Witz von vor 100 Jahren. Ja, aus welcher Zeitung von vor 100 Jahren hast du denn diesmal den Witz? Ja, und zwar, ich habe vom 10.12.22 Wiener Zeitbilder, das ist eine bebilderte Beilage der Vossischen Zeitung, das ist eine Tageszeitung, die zweimal am Tag erschienen ist, Erscheinungsort Berlin. Ich bin gespannt. Ja, erhalte sich fest. Titel. Aus dem Gerichtssaal. Der Präsident verkündete den Freispruch und ordnete die sofortige Haftentlassung an. Der Angeklagte behielt sich unter Hinweis auf seine Wohnungslosigkeit Bedenkzeit offen. Ach so, ja, weil er im Gefängnis sein muss. Ja. Ach so, ja. Ja, hat keine Wohnung. Der spiegelt auch so ein bisschen die Stimmung aus der Zeit von vor 100 Jahren wieder. Jetzt anschließend werden eure Ohren von zeitaktueller Werbung verwöhnt. Von vor 100 Jahren. Und danach kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Und nun Werbung aus dem Berliner Tageblatt vom 15.12.1922. Zunächst eine Ankündigung. Heute. Neue enorme Erhöhung der Telegrammgebühren. Man besorge sich sofort den Rudolf-Mosse-Code. Preis des Rudolf-Mosse-Codes 20.000 Mark. Nach dem Auslande 40 Schweizer Franken, 8 Dollar, 1 Pfund, 15 Schilling. Einschließlich Ausfuhrzuschlag Rudolf Mosse, Abteilung, Adressbücher und Codes,
Berlin SW19, Jerusalemer Straße 46 bis 49. Mit Benutzung eines Anschlussgleises an Hauptbahnstationen in Groß-Berlin gelegen, für Abstellung leerer Güterwagen gesucht. Zuschriften mit Stationsangabe, Fassungsraum und genauen Bedingungen unter BNT 2955 an Ala Hasenstein und Vogler, Berlin W35. Wertheim. Am Sonntag, den 17. Dezember, sind unsere Geschäftshäuser von 1 Uhr an geöffnet. Dort gibt es Mohrrüben, das Pfund 12 Mark, Weißkohl, dänischer Weißkohl, das Pfund 18 Mark und frisches Fleisch. Kalbskeule, ganz und geteilt, das Pfund 360 Mark, Rinderbrust, das Pfund 380 Mark, Schweineschinken, das Pfund 720 Mark. Lachshering geräuchert am Stück 110 Mark, Kräuterkäse das Stück 65 Mark, Camembert die Schachtel 145 Mark. Zum Backen Schmalzöl, feine Speisefett, 100% Fettgehalt, das Pfund nur 1260 Mark. Kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren. Ich würde mit dem Jahr 1922 gerne so aufhören, wie wir angefangen haben, mit dem Thema Reparation. Steffen, ist das okay? Ja, Dauerthema. So fange ich an. Dauerbrenner, ja. Richtig. Am 14. November hat, wie in diesem Jahr schon mehrmals geschehen, das Deutsche Reich seine gegenwärtige Zahlungsunfähigkeit erklärt. Mhm. Und jetzt treffen sich die Ministerpräsidenten Großbritanniens, Frankreich, Belgiens und Italiens über eine Konferenz in London. Wie geht es jetzt weiter mit den Reparationen? Vereinfacht kann man sagen, England ist bereit, gemeinsam mit Deutschland einen Kompromiss zu finden. Also England ist bereit, über die Höhe und über den Zeitplan der Reparationen, die zu zahlen sind, seitens des Deutschen Reiches einen Kompromiss zu suchen. Und Frankreich befürwortet einen Schuldenerlass nur, wenn die USA den europäischen Gläubigern, also auch Frankreich selber, damit ihren Schulden erlässt. Nur dann. Mhm. Ansonsten ist der Plan produktive Pfändung. Das heißt, dass dann die Assets, die Anlagen im Deutschen Reich, zum Beispiel das Rheinland, gepfändet werden. Mhm. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn Frankreich gesagt hätte, ja, wie man auf Neudeutsch sagt, ich bin fein damit. Richtig. Dazu gibt es eine ganz relevante andere Meldung, die sich nennt wenig Zustimmung für US-amerikanische Kreditvergabe. Und zwar am 8. Dezember gab es eine Rede vor dem Kongress in Washington seitens Warren G. Harding, der aktuelle Präsident. Und da ging es um ganz, ganz viele Themen. Und es wurde auch Frage der auswärtigen Kredite besprochen. Mhm. Zitat Warren G. Harding. Wir verlangen von niemandem, dass er die Verantwortung für uns übernehme, und wir übernehmen auch keine Verantwortung, die die anderen selbst tragen müssen. Das ist Isolationspolitik. Ja. Die Aussage ist, denn andernfalls werden die Nationen hoffnungslos im Internationalismus versinken. Der Krieg hat Amerika zu einer gläubiger Nation gemacht. Wir haben nicht danach gestrebt, einen übertriebenen Teil des Goldes der Welt zu haben. Wir trachten nicht danach, ein internationaler Diktator zu werden. Wir werden uns freuen, die Währungssysteme wiederherzustellen, den Handel in jeder Beziehung wieder zu erleichtern, aber nur so, dass wir nicht auf die Stura derer herabsinken, die wir emporzuheben suchen. So nach dem Motto, die stellen sich dahin und sagen, ja, wir wollten nicht das ganze Geld und Gold. Wir geben es auch gerne wieder ab. Nee, wir wollten es nicht. Wir haben es. Ja. Wir geben es aber nicht ab, ohne entsprechenden Gegenwerte. Ja, okay, also wir geben gerne wieder, wir geben es natürlich nicht gratis ab, aber wir sind nicht scharf auf diese Stellung. Das stimmt. Ne? Ist halt, ne, wenn man quasi die hier als Einziger in der für den Mathe-Unterricht einen Taschenrechner stellt und du halt sagst, ich wollte ihn nicht, ich habe jetzt eine große Macht, ich nutze sie aber trotzdem zu meinem Vorteil und mache jetzt aber nichts und helfe aber auch keinen. Genau.
Die anderen könnten sich ja schließlich, könnten mir ja schließlich den Taschenrechner wieder abkaufen. Ja, und dann habe ich ja nichts. Gibt da nichts zu gewinnen. Ich bleibe jetzt auf meinem Taschenrechner. Der wurde mir einfach so gegeben. Ich habe ihn ja nicht eingefordert. Was kann ich denn dafür? Hm. Ne, wenn du von dem Außen einfach geschenkt bekommst. Ja. Weil du halt. Und diese Politik nennt sich Isolationspolitik. Und weite Kreise in den USA lehnen Kredite für das Deutsche Reich ab. Sie lehnen auch Krediterleichterungen für die Siegermächte wie Frankreich ab. Gut, damit hat also Frankreich dann seinen Punkt klar gemacht. Die USA geben da keine Kredite bzw. Schuldenerlasse und demzufolge muss Deutschland weiterhin die Schulden bezahlen. Ja, also an dieser Rede und an dieser Situation scheitert die Reparationskonferenz in London und das war's. Es ist keine konstruktive Lösung im Konsens möglich zur Frage der Reparation und es steht alles auf Eskalation. Spoiler, nächstes Jahr wird das Rheinland gefändet. Dazu kommen wir dann im Jahr 1923. Ja, okay. Ja, wollen wir vielleicht ein bisschen durch Europa uns bewegen? Ja, und zwar zu Frankreich. Und zwar, ich hatte ja gerade diese Politik der produktiven Pfändung erwähnt und die wurde definiert von dem französischen Ministerpräsidenten Raymond Poincaré am 27. November und sie beinhaltet zwei Punkte. Vollständige Beschlagnahme der Rheinlande und Besetzung von zwei Dritteln des Ruhrgebiets, einschließlich Essens und Bochum, sodass die an Frankreich und vom Deutschen Reich zu liefernden Kohlen und der für die französische Industrie erforderliche Hüttenkoks gesichert sei. Hm. Die Franzosen und die Ruhrgebiete. Ja. Und diese Ankündigung, dass quasi, wenn ihr nicht zahlt, dann tun wir das. Das heißt, Besetzung der Rheinlande, die ist jetzt schon besetzt, aber sie wird vollständig besetzt. Besetzung von zwei Drittel des Ruhrgebietes, was viel, viel größer ist als des Rheinlandes, ist eine direkte Reaktion auf die Rede von Wilhelm Kuno. Der ist ja der neue Reichskanzler und sagt, okay, Erfüllungspolitik machen wir nicht mehr. Wir versuchen nicht mehr, alles zu erfüllen, um die Unmöglichkeit derer Auflagen nachzuweisen. Nein, wir versuchen durch Vernunft zu zeigen, dass nur, wenn wir was zu essen haben, wir in der Lage sind zu zahlen und ohne einen Kompromiss hier gar nichts geht. Das fand Frankreich ja letztes Mal nicht so gut. Das hast du ja schon letztes Mal gesagt. Richtig. Und das ist diese Erklärung dieser produktiven Pfändung ist die Antwort Frankreichs auf die Rede von Wilhelm Kuno. Und das ruft bei der Reichsregierung und der deutschen Öffentlichkeit Empörung hervor, gut, wer hätte das gedacht, und führt zu einer Hoffnungslosigkeit geprägten Haltung in der Frage der Völkerverständigung unter Demokraten. Das sind da schöne Aussichten zum Jahreswechsel. Ja, das ist so, ja. Und jetzt können wir die Reise weiter nach Europa führen. Wir waren ja jetzt schon in Deutschland, in London waren wir. Wir waren auch einen kurzen Abstecher in Washington, wir waren in Paris und Steffen, wo willst du jetzt uns mitnehmen? Ja, lass uns doch mal nach wo werden die Nobelpreise verliehen? In Stockholm. Ja, und falls du dich noch dran erinnern kannst, wir hatten in diesem Jahr öfter mal was über eine Person berichtet, die probiert gerade eine gewaltige Hungerkrise im Russland unter Kontrolle zu bekommen. Und da Friedhof Nansen war das. Genau. Und der bekommt in diesem Jahr den Nobelpreis für, also den Friedensnobelpreis. Ich bin großer Fan. Also die Idee mit diesem Nansen-Pass, dass man staatenlosen Leuten irgendeine Krücke gibt, die zwar nicht gut ist, nur viel, viel besser als nichts, finde ich großartig. Gut, dann würde ich gerne von Stockholm gleich Richtung Irland mich bewegen. Will jetzt gar kein großes Fass aufmachen, sondern einfach erwähnen, in der Folge 130, Rathenau ermordet, du erinnerst dich, sprachen wir auch über Irland und dass der Freistaat Irland im Dezember ausgerufen wird. Und das ist, wir nehmen jetzt am 6. Dezember auf und genau heute, vor 100 Jahren, auch am 6. Dezember, wurde der Freistaat Irland ausgerufen.
Es gibt dazu auch in der, also vom WDR Zeitzeichen, einen kleinen Beitrag. Wir werden ihn verlinken. Sehr hörenswert. Private Anekdote hat damit nicht viel zu tun, aber dafür mit Irland. Ich habe am Samstag vor 4 Tagen war ich im irischen Pub zu einem Pubgeburtstag und habe in der Lotterie den Hauptpreis abgeräumt, eine Reise nach Irland, nach Dublin. Wirst du es jetzt eigentlich dann auch wahrnehmen oder? Natürlich. Ja. Ich fahre nächstes Jahr nach Dublin, weil ich ja im irischen Pub hart erworben habe. Man hat für Biere Lose bekommen. Ja. Wir wollten am nächsten Tag, also wir haben auch am nächsten Tag ein Rollenspiel gehabt, ein virtuelles. Und Luis fing an mit, ihr dürft heute nicht so sehr mit mir rechnen. Aber ich habe eine Reise nach Dublin gewonnen. Ja. Willst du noch kurz erzählen, wie du an die Lose kommen musstest? Na, man musste halt Bier trinken und dafür bekam man Tokens. Und wenn man 3 Tokens hatte, also das für 3 Bier, dann konnte man ein Los erwerben. Ja, und den Rest lassen wir im Raum stehen. Das Ergebnis zählt und das ist der Hauptgewinn, die Reise nach Dublin. So möchte ich das formulieren. Genau. Okay, weil, wo ich gerade so dabei bin, Luis, wir jetzt schon in Stockholm und Irland fahren, wollen wir da ein bisschen wieder in Richtung Süden gehen. Und wir haben die letzten Folgen immer wieder mal über Griechenland und Türkei gesprochen. Ja, das ist auch eines der wichtigsten Themen in der Operation, dieser Konflikt, wie sich das türkische Reich aus den Zwängen des Friedensvertrags, weil sie ja als Mittelmacht den Krieg auch verloren hat, befreit und diesen furchtbaren Krieg mit Griechenland über Westanatolien. Ja, stimmt. Im September, Oktober haben die türkischen Truppen dann Gebiete erobert, die von den Griechen beansprucht wurden und haben die griechischen Truppen zurückgeschlagen und haben ja auch eine neutrale Grenze überschritten, die um Konstantinopel herum eingerichtet wurde. Das sollte so eine neutrale Zone sein und indirekt haben die Briten die Kontrolle über die Zone gehabt und damit auch die Kontrolle, Zugang zum Schwarzen Meer gehabt. Also das war schon eine gute Stellung da. Aus diesem Grund hat auch Frankreich das unter anderem begrüßt, dass die Türken gegen die Griechen vorgingen, weil dann kleine Konflikte auch stattfinden mussten und England so diese Vorherrschaft also in Gefahr sah, dass sie diese Vorherrschaft dort verlieren. Und weil das jetzt so kam, wie es kam, musste auch der Premier David Lloyd George zurücktreten. Also das hat schon gute Auswirkungen. Und jetzt fragt man sich ja, wie geht's weiter? Die Türken haben die Griechen zurückgeschlagen, halten sich eigentlich nicht an den Friedensvertrag, besetzen jetzt noch eine neutrale Zone. Und was machen die Leute vor 100 Jahren in solchen Situationen? Sie machen eine Konferenz. Ja. Und diese Konferenz, die findet jetzt in Lausanne statt, der Schweiz. Und die Türken treten da sehr, sehr selbstbewusst auf und sagen, nun ja, wir können jetzt gerne verhandeln, aber diesen Friedensvertrag, den du jetzt auch gerade erwähntest, Luis, nach dem Ersten Weltkrieg, das sehen wir nicht als Grundlage. Also wir können gerne reden und verhandeln, aber wir vergessen alles, was da drin stand. Das ist für uns keine Grundlage. Für uns zählt das nicht. Und damit hat auch Frankreich nicht gerechnet und auch Großbritannien nicht. Sind auch etwas perplex über dieses sehr dominante Auftreten von den Türken. Und sagen, nee, also sorry, aber das kommt hier gar nicht in Frage. Und prompt ziehen sich die Türken wieder zurück, die Gespräche kommen zum Erliegen. Und das dauert jetzt erstmal wieder eine ganze Zeit, bis es weitergeht. Da werden wir dann im nächsten Jahr nochmal drüber reden. Aber was ein Unterschied. Also da sind die Türken quasi in der Lage, also die türkische Regierung, sich von den Zwängen ihres Friedensvertrags zu befreien, der sehr, sehr desaströs war aus ihrer Sicht. Ja, die Türken werden übrigens auch vor 100 Jahren unterstützt von den Russen, also Sowjetrussen. Und da führen sich jetzt auch Großbritannien und auch Frankreich führen sich da jetzt auch ein wenig
bedroht. Unter Zugzwang ja. auch, denke ich. Und also die Russen, die sind natürlich, die sehen natürlich hier, da ist ein potenzieller Verbündeter. Oder einfach Unruhe stiften. Wir hatten das internationale, ne, das Franchise Kommunismus durch die Welt tragen. Da sind ja so eine Krisen immer ganz gut. Ja, auch diese Verbindung zum Schwarzen Meer. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass Sowjetrussland da sehr, sehr hohes Interesse daran hat, Großbritannien und Frankreich aus dieser Region rauszuhalten. Ja. Ja, also das zu den Friedensverträgen. Und dann noch ein Schwenker, wo wir gerade thematisch dabei sind. Frage ich mich, wie geht es denn gerade in Griechenland weiter? Wir hatten das ja, dass der König abdankte, nachdem er hat ja sozusagen diese Verantwortung gehabt, er hat die Truppen in die türkischen Gebiete reingedrängt und wollte noch mehr und noch mehr und noch mehr erobern. Das ist ja dann schief gegangen, sie wurden zurückgedrängt und der König musste dann abdanken. Und dann kam es jetzt dazu, dass das Militär in Griechenland das Zepter erstmal an sich gerissen hat. Und ja, Luis, was macht das Militär gerne mit der Demokratie? Sie beenden. Beziehungsweise schwächen, genau. Und das Militär hat sich jetzt die früheren Minister aus der Zeit genommen und hat sie vor ein Gericht gestellt mit der Anklage Hochverrat. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie verantwortlich sind für die Niederlage in Griechenland, für die griechische Niederlage und dass sie zu lange die bewusste Niederlage haben kommen sehen, ohne wirklich was zu machen und ohne richtig zu handeln, dass sie auch zu lange am König festgehalten haben. Und sind das Militär? Ja, das Militär, genau. Will jetzt diesen Ministern das unterstellen. Ja, das ist natürlich sehr, das machen, also ganz toll. Das ja. Natürlich das Militär gerne irgendwelche Fehler im Krieg auf andere schieben. Das, da hätte ich jetzt mal geugt, das wäre ja das Metier des Militärs, Kriege zu gewinnen. Da habe ich mich auch so ein bisschen erinnert gefühlt an Ersten Weltkrieg, Ende des Ersten Weltkrieges. Ne? Hindenburg zieht sich zurück und sagt, ja, also das haben wir ja jetzt hier nicht zu verantworten, was hier passiert ist. Das ist jetzt hier, das hat jetzt hier nichts mehr mit Militär zu tun. Mach das mal. Genau. Die Suppe muss es auslöffeln. Wenn die da einen schlechten Frieden aushandeln, ist das ja nicht mein Problem. Ich habe ja nicht unterschrieben. Ja. Und tatsächlich werden diese Minister für schuldig befunden. Wer hätte das gedacht? Und die Strafe ist Verurteilung zum Tode. Tatsächlich schon am nächsten Tag wird es vollstreckt, das Urteil. Und das sehr rechtsstaatlich. Also auch das, am nächsten Tag. Ja, das finde ich hart. Ne? Also in Griechenland, so, wo man ja mal sagt, oh Griechenland, die Demokratie kommt aus Griechenland und zack, vor 100 Jahren passieren halt solche Dinge. Kopf ab. Übrigens, falls du dich da auch noch dran erinnerst, erwähnte ich ja, dass es so eine Rivalität gab zwischen einem Minister und dem damaligen König. Der Minister hieß Venizelos. Ach, der, ja. Und der wird aber nicht angeklagt. Und der hat auch so andere taktisch kluge Dinge gemacht. Er hat nämlich sich damals gegen den König gestellt, als er vorhatte, noch weiter in die Türkei reinzugehen. Also genau diesen fehlerhaften Schritt zu machen. Hat sich da bewusst rausgehalten. Und das Hintergrund, es gab bei diesem Krieg Griechenland-Türkei und die Griechen haben dann einen Vorschuss gemacht in das Innere von Andalusien, der massiv gescheitert ist und mit der Deportation von hunderttausenden Griechen aus Anatolien in das Kernland geendet ist mit einer totalen Niederlage. Genau, Anatolien, nicht Andalusien, genau. Ja, danke Anatolien, Entschuldigung. Also da kann man auch schon sagen, das ist schon, der hatte schon einen Gewitz gemacht, weil der stand jetzt nämlich nicht vorm Gericht und hat jetzt auf einmal lauter Minister, die früher zum König hielten, die sind jetzt auf einmal zum Tode verurteilt und der steht jetzt noch da als Minister. Ne? Naja, und die Bevölkerung, Luis, was macht die eigentlich gerade? Die flieht. Die flieht vor den Türken. Die sind ja Massenelend, das sind ja riesige, tragische Szenen, wie die mit den kleinen Booten über die Ägäische Meer flüchten und das ist eine einzige humanitäre Katastrophe. Ja, zu der auch gerade der Papst, der aktuelle Papst vor 100 Jahren aufruft,
aufruft und sagt, hier, Moment, da passiert gerade was ganz Schlimmes, guckt dort bitte hin und handelt. Das sind nämlich vor allem ja auch Christen, die Griechen, die dort aus den Gebieten fliehen. Und das sind auch nicht nur Griechen, sondern auch Armenier, die dort vor den türkischen Truppen fliehen. Und warum erwähne ich das jetzt? 1915, 1916 fand ein sehr, sehr großer Völkermord statt an den Armeniern vom Osmanischen Reich damals, also auch türkischen Gruppen. Und das wird ja heute auch noch, ich glaube in der Türkei sogar heute auch noch, nicht als Völkermord anerkannt. Und ja, die Armenier, die es überlebt haben, die fliehen jetzt auch, weil sie natürlich Angst haben, was jetzt passiert. Ne? Armsten Schweine überhaupt. Hier vielleicht noch ein Zeitungszitat, und zwar vom Jahresende. Ja. Da gab es einen Haufen Beiträge, da wollte ich ja später nochmal drauf zu kommen. Und eins ist aus Griechenland, Zitat, das beschreibt die Situation als Rückblick auf das Jahr 1922 aus griechischer Sicht. Im Hafen von Athen, in Piräus, lagern Tausende und Tausende halb verhungerter, halbnackter Menschengestalten. Sie sind Griechen, Armenier, Christen, die sich vor dem aufgehenden roten Halbmond unter den klassischen Himmel von Hellas gerettet haben. Sie kamen im letzten Kleid, wie sie aus dem Feuermeer des brennenden Smyrna entflohen oder aus Thrakiens gefährdeten Gegenden landeinwärts wanderten. Leute, deren Reichtum Millionen Goldfunde betrug, sind heute Bettler. Hunger und Krankheit fordern ihre Opfer. Selbst derjenige, der das Elend in den Sammelstätten des menschlichen Leidens in Kriegsbaracken und Massenwohnungen der Weltstädte kennengelernt hat, ist erschüttert angesichts der Massen unglücklicher Flüchtlinge. Ja, das trifft es ganz gut. Ja, also ich finde, dann wir können auch jetzt das Thema wechseln. Das ist jetzt ein sehr, macht dann immer so ein bisschen sehr schwermütig. Ja, aus türkischer Sicht ist die Sache ein Erfolg. Muss man so nicht dann festhalten, weil sie halt diesen Festen des Friedensvertrags abschütteln können, weil sie halt ein Gebiet beherrschen, als Ergebnis, was viel, viel größer ist, als was ihnen eigentlich zugestanden wird nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg. Sie können sich konstituieren, auch nach innen, und können halt dieses türkische Gebiet, was heute auch noch das Gebiet der türkischen Republik ist, für sich vereinnahmen. Und für die Griechen ist es eine nationale Katastrophe, der dauerhaft zu einem Zwist führt mit der Türkei, der auch heute noch immer nachhallt. Ja, Luis, ich glaube, wir sollten das Thema wechseln. Ich weiß schon, was gleich kommen wird. Es wird uns auch ein bisschen die Stimmung wieder aufhellen. Du hast etwas zu Armstrong. Und zwar nicht den Mondläufer, sondern den Trompetenspieler. Und auch nicht den Fahrradfahrer. Stimmt. Ja. Den gibt's ja auch. Und zwar, jemanden, von dem ich Musik auch zu Hause habe, betritt die Weltbühne. Das ist die erste Meldung, die ich finden konnte zu Louis Armstrong. Und zwar, er spielt in Chicago im Dezember allabendlich im Lincoln Garden, wo seit Beginn des Monats die King Oliver Jazz Band das Publikum mit ihrer Musik in Atem hält. Besonders angetan sind die Fans von Joe Olivers Zusammenspiel mit dem neuen schwarzen Musiker Louis Daniel Armstrong, geboren in New Orleans im Juli des Jahres 1900. Und der spielt Trompete und der erweitert der revolutioniert dieses Instrument, der erweitert, was man mit einer Trompete machen kann. Der hat ein Musikgefühl, das ist der Wahnsinn. Er wird weltberühmt, und Louis Armstrong, Trompete, das ist was ganz Feines, seine Musik. Ich erwähne das auch, weil ich selber, bis ich 18 war, das ist schon eine ganze Weile her, gern Trompete gespielt habe und Tuba. Und ja, immer Berührung hatte, und das ist ganz tolle Musik. War großartig. Hast du noch deine Trompete irgendwo? Nein, leider nicht mehr. Ist alles nicht mehr vorhanden. Vielleicht irgendwann mal wieder, vielleicht aber auch nicht. Ja, das ist Louis Armstrong. Wir werden auf jeden Fall immer weiter über ihn berichten. Ganz, ganz tolle Musik.
wenn ich Open Source freie Musik finde, die man hier senden darf, ich konnte leider nichts finden für die Folge, dann würde ich ja auch nochmal Musik einspielen lassen. Ansonsten hast du noch einen Link gefunden, den wir verlinken können? Da kann man es auch hören. Genau, vom Open Source Radio eine Folge, die alle wichtigen auf Englisch Facts über Louis Armstrong und seine Musik sehr, sehr gut darstellt. Ja, die werden wir verlinken für alle, die dann noch weiter hören wollen. Ja, danke dir. So, das ist auch alles jetzt schon sehr nah zum Jahresende. Wäre das okay, wenn ich dann da langsam drauf komme schon mal? Ja. Das ist die letzte Folge dieses Jahr. Wir haben uns diesmal vorgenommen, dass wir jetzt schon über das Jahresende sprechen, also quasi das Weihnachtsfest, das mit wenig Hoffnung verbunden wurde, und den Silvesterfeiern. Angesichts der drohenden Ruhebesetzung, der innenpolitischen Spannungen, geprägt von den rechtsextremistischen Angriffen auf die Republik und der wirtschaftlichen Misere im ersten Inflationsjahr, bietet Weihnachten 1922 kaum Anlass für ein Freudenfest. Es gibt eine Weihnachtsrede vom Reichskanzler Wilhelm Kuno, Zitat: Wenn ich ein Wort zum Fest sagen soll, so kann es kein anderes sein als ein Wort vom Frieden und zum Frieden der Menschen und der Völker. Es gibt kaum ein Feld der Erde, das tiefer Sehnsucht nach Frieden hat als das deutsche Volk. Inmitten der qualvollen Unsicherheit der Wirtschaft, die Millionen dem Schicksal der Ungewissheit preisgibt, würde es sich mit den äußersten Notwendigkeiten des Lebens abfinden. Nur Frieden will es und Gerechtigkeit. Da wäre ich mir nicht so sicher, ob das wirklich stimmt. Ich glaube, und Kuno unterstelle ich das schon. Das ist ja ein Wirtschaftler und das ist ja pragmatisch. Er sagt ja, lasst uns nur in Frieden leben. Und das bedeutet keine Ruhebesetzung und es bedeutet, dass die Wirtschaft so weit laufen kann, dass die Bevölkerung versorgt werden kann und Inflation eingedämmt werden kann. Das wäre für ihn schon Erfolg. Also ich glaube, er meint es so, wie er es sagt. Ja, okay. Dann eher vielleicht schon. Ich glaube aber nicht, dass der Großteil der Deutschen das so wirklich sieht und sich nach Frieden sehnt. Das ist eine, das würde ich diskutieren, weil ich glaube, jetzt in der Situation, wo die sich gerade befinden, dass sie so am Boden liegen, so wehrlos sind, so am Hungern sind, so ausgeliefert, ich glaube, die sind schon sehr friedensbedürftig erstmal. Das kann ich, ich glaube schon. Ja, also ich glaube, dass sie dann aber auch den Franzosen gerne die Schuld zuschieben an ihrer Lage. Und dann auch gerne wieder den Spieß umdrehen wollten. Du hattest letzte Folge mal, ich glaube, den US-amerikanischen Außenminister, der dazu was gesagt hat, dass wenn man da jetzt nicht richtig handelt, dann wird es einen weiteren Krieg geben. Und dass er auch auf den Straßen das Gefühl habe, dass man nicht wirklich Frieden wollte. Und dann wird noch gesagt, ja, er hat es irgendwie kommen sehen. Und daher würde ich jetzt eher schon sagen, ja, ich glaube, die Stimmung der Zeit ist eher nicht auf Frieden gerichtet, aber das ist jetzt so die allwissende Brille von heute. Gut, da würde ich dir dann schon zustimmen. Es ist für mich eine Frage des Zeithorizonts. Ich glaube, jetzt zu Weihnachten fürs nächste Jahr wünschen sich die Leute Frieden. Ja, okay. Am Ende des Jahres zu Weihnachten, da kriegen auf einmal alle Leute so eine besinnliche Seite. Ja, aber wenn man ihnen sagen könnte, oder in 3 Jahren sind die Franzosen unter deinem Stiefel, das könnte sich schon leider eine Mehrheit für finden. Ja, ja, ich denke leider. Auch. Das ist so wahr. Ne? Das Wetter ist regnerisch, es gibt keinen Schnee und die Leute bleiben zu Hause und genossen die 3 freien Tage. Es gibt Wucherpreise für Weihnachtsbäume, ein normaler Baum kostet 400 Mark. Und es gab einen Stand in Berlin, da wurden Weihnachtsbäume für 700 Mark verkauft und die empörten Kunden haben den Laden gestürmt und die Schutzpolizei hat das dann aufgelöst und die Ware zwangsweise für 373 Mark verkauft. Ja, auch gegen Wucher vorgegangen. Ja. Weiß nicht, vielleicht waren das ja irgendwelche ganz wertvollen Fichten.
Edelfichten, Edeltannenbäume. Ja. Vielleicht nochmal ein paar Preise. Also ein Brot, 1,5 Kilo Brot kostet, also genau, also ein halbes, also ein Pfund Brot, halbes Kilo kostete 40 Mark. Und eine Puppe, so 1000 Mark. Ein normaler Teddybär, 10.000 Mark. Schaukelpferde für 17.000 Mark. Und das waren die Preise. Demzufolge gab es für viele Kinder eine heiße Suppe. Also da gab es nicht sehr viele Geschenke. Hm. Ja, da gab es einen Ast von dem Edeltannenbaum. Ja, hier steht auch drin, dass ein einziger Zweig von Weihnachtsbäumen angeblich 50 Mark kosten soll. Aber ich frage mich, wer kauft denn Zweige von einem Weihnachtsbaum? Also gerade wenn ich arm wäre, dann würde ich mir den absägen. Aber vielleicht stelle ich mir das alles zu einfach vor in meinem heutigen Paradies. Ja, also dass sich Leute Zweige kaufen, das hast du ja heute auch noch, dass sie sich dann irgendwelche Kränze daraus machen. Ach stimmt, ja, für so Adventskränze und so. Ja, das haben wir auch gemacht dieses Jahr, ja stimmt. Ja, ja, in Berlin gerade kann man ja nicht immer über einen Ast finden. Ja. Aber also wenn du sagst, dass so ein halbes Kilo Brot 40 Mark kostet und ein so ein Ast 50 Mark, ich glaube, da hätte ich drauf verzichtet. Mhm. Naja. Das stimmt. Aber das ist ja, heutzutage stellt man sich alles so einfach vor. Vor allem, wenn du gerade in der Lage bist, jahrelang da nicht vorwärts kommt, dann sehnt man sich so näher nach so einem Ast oder so einem Baum, nach so ein Stück früherer Seligkeit. Da kann man sich ganz, ganz schlecht reinversetzen, wie wichtig einem das dann ist. Ja. Ja. Aber sagt man sich, habe ich jedes Jahr, das hat diese Bedeutung nicht und ich verzichte gern drauf, wenn ich arm bin. Ne? Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir seitdem wir diesen Podcast machen, irgendwann mal so eine Jahresendfolge hatten, wo wir gesagt hatten, ja, die Stimmung ist heiter. Ja, dazu muss man aber sagen, dass wir ja 1914 angefangen haben und zweiten Hälfte der 20er Jahre werden ja um einiges besser. Ja, nochmal auch zum Jahresausgang ein paar Meldungen. Die wurden von der Vossischen Zeitung gesammelt in ihrer Morgensausgabe zum 31. Dezember. Und diese Beiträge entsprechen den offiziellen Einschätzungen der herrschenden Regierung in den jeweiligen Heimatländern. Und da, deswegen hatte ich ja schon die Meldung aus Griechenland. Aus Österreich kam mit dem Titel Gesund beten folgender Beitrag. Wiens Ereignis anno 1922 war die Entdeckung des Völkerbundes. Zwei von den besiegten Staaten haben sich von ihren Friedensverträgen einigermaßen befreit. Die Türkei, die losschlug, und Deutsch-Österreich, dessen Sklavenketten der oberste Rat in Paris etwas gelockert hat. Die Sklavenketten, okay. Ja, das fehlt mir auch, also ja, also die Deutschen sind ja auch nicht, also klar ist diese Politik der Reparation nicht friedensfördernd und zu Recht zu kritisieren. Andererseits, zu einem Streit gehören noch immer zwei. Na, der Krieg ist ja nicht von allein ausgebrochen. Hm, das stimmt. Und gerade auch die Österreicher haben da, naja, Hust, Hust. Hm. Italien, Zitat, der Diktator. Der Wendepunkt im Werdegang Italiens nach dem Kriege ist im Jahre 1922 zweifelsohne die faschistische Revolution gewesen, die in den ersten Novembertagen ausbrach. Ach, das können wir nochmal sagen. In Italien hatten wir die faschistische Revolution unter Mussolini. Das ist auch eine der Hauptgeschichte dieses Jahr, neben dem Konflikt Türkei-Griechenland und der Reparationsfrage. Hm. Ganz schön viele Stürze dieses Jahr. Ja, es war viel, viel los im Jahr 1922. Russland, Brot für die Städte, Zitat. Die Hungersnot ist überstanden. Eine gute Ernte gab nicht nur den Bauern Brot, sondern auch der städtischen Bevölkerung, die sich zum ersten Mal seit der Revolution satt ist. Im Rapallo-Vertrag wurde der Versuch der Entente vereitelt, den Versailler-Vertrag zu einem Schützengraben zwischen dem deutschen und dem russischen Volke zu machen. Mhm. Tja, also das ist eine gute Meldung. In Russland sind die schlimme Folgen der Hungersnoten konnten eingegrenzt werden. Und auch der Rapallo-Vertrag, das hat ja die Entente total erwischt aus dem Kalten, das hatten wir ja beschrieben in der Konferenz in Genua, dass sich die beiden Kinder, die man eigentlich nicht leiden kann und nur netterweise
eingeladen hat, eine Erwartung, dass sie sich auch artig benehmen und das machen, was man ihnen sagt, sich zusammengeschlossen haben und halt nicht hörig waren. Und auf einmal hat man es mit Rotzgören zu tun, die sich absprechen, ja, will man nicht haben. Weiter auch aus russischer Sicht, Zitat, der Sieg der Türken über die Griechen bedeutet eine Niederlage der Entente und wird sich durch alle diplomatischen Wirrnisse als großer revolutionärer Faktor erweisen. Da freuen sich die Russen. Also die haben ein bisschen was zu lachen. Aus Ungarn ist das Hauptpunkt, dass Karl gestorben ist. Karl war der Kaiser, letzte Kaiser von Österreich-Ungarn. Und der Thronerbe Otto von Habsburg, ist ein Knabe. Und das wird als wichtiges Ereignis aus Ungarn, es wird sogar positiv gesehen, dass Ungarn seinen Weg weitergehen kann. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, die sind total geknickt. Hast du noch weitere Stimmen für uns? Ja, aus China kommt eine Meinung, dass der Zentralstaat gestärkt wurde, was wichtig ist für die weitere Entwicklung des Landes. Wir hatten damals in China in den 20er Jahren eine Phase der Warlords und für das Jahr 22 war dann eine Phase der Einigkeit des Heeresausbaus und das wurde als positives Verdikt für das Jahr 1922 gezogen. Mao war auch schon aktiv vor 100 Jahren, hat sich versteckt. Wurde von Moskau auch gesponsert, war bei der Kommunistischen Partei. Dann Polen, aus ihrer Sicht war das auch ein erfolgreiches Jahr, bis auf das Attentat auf den Staatspräsidenten, weil es gibt jetzt klare Grenzen für Polen, das hat sehr, sehr lange gewartet und sind für den inneren Ausbau des Staatswesens und seiner wirtschaftlichen Entwicklung von erheblichem Maße wichtig. Ja, das freut den polnischen Beitrag. Okay. Ja, und jetzt nochmal aus deutscher Sicht werden auch nochmal hier bei uns im Chronikbuch die Kommentare der Zeitungen und offizielle Stellungnahmen von Regierungsmitgliedern zum Jahreswechsel zusammengefasst. Und wir können ja schon mal einen Spoiler machen. Am 11. Januar wird das Ruhrgebiet besetzt von Frankreich. Das ist die Aussicht auf das neue Jahr. Und die Inflation steigt weiter. Mittlerweile jetzt zum Jahresabschluss, zum 31. Dezember, muss man für eine Mark, umgekehrt, für einen Dollar 7.290 Mark bezahlen. Und das bringt die Errungenschaften der Gefahr der Revolution. Also das ist eine Gefahr der Republik, weil von rechts und von links, aber vor allen Dingen von rechts, ist die junge Republik bedroht, dass sie dahin fällt aufgrund der wirtschaftlichen Schiefstände und des Massenelends. Ja, überleg mal. 7.000 Mark hast du gesagt. Und dann ist ja noch kein Ende in Sicht. Nein, überhaupt nicht. Das geht ja leider erst auch noch los. Und das ist das Jahresende. Steffen, du hast das auch, du hattest nochmal einen Blick geworfen auf Statistiken auf das ganze Jahr 1922, auf wichtige, auf den Nekrolog und auf die Polizei. Ja, dazu komme ich gleich, erst noch zum Nekrolog. Ich wollte nochmal Revue passieren lassen, wer uns in diesem Jahr alles aus Vorhundert-Sicht verlassen hat, also über Personen, über die wir das zum letzten Mal im Vorhundert-Podcast gesprochen haben. Falls du dich noch dran erinnerst, Luis, der Papst ist dieses Jahr gestorben, Anfang Januar. Das stimmt. Ja, Harry Graf Kessler hatte berichtet. Ja, Benedikt der 15. war das. Dann haben wir uns verabschiedet von Alexander Graham Bell im August. Ja. Ja, da war ich überrascht, dass der noch so lange lebte. Der ist ja 1847 ist der geboren. Ja, der hat viel gesehen. Auch Wahnsinn. Ja, das stimmt, da hast du recht, dass er so lange gelebt hat. Dann hatten wir den Kapp-Lüttwitz-Putsch vor einigen Jahren und da ist Wolfgang Kapp, der sich damals zum Reichskanzler ernannte, der ist jetzt auch gestorben im Juni. Der Reichskanzler werden wollte. Ja, also der hat sich selber ernannt. Genau, aber er ja, war das stimmt. Nicht. Ja, das ist das Gleiche. Ja, genau. Ja, eine traurige Gestalt und Gott sei Dank nicht mit Macht ausgestattet im Laufe der Geschichte. Ja, dann erwähntest du es gerade. Karl der Erste, König von Österreich-Ungarn, ist am 1. April gestorben. Und
nun dann Walter Rathenau auch. Das war die, ich glaube, die Folge 130 erwähnte ich vorhin, genau, Rathenau ermordet. Und dann noch drei Persönlichkeiten, die ich rausgesucht habe. Wir können ja nicht alle nehmen, das sind tatsächlich sehr, sehr viele, aber ich fand es noch erwähnenswert, Erich von Falkenhayn. Ja, der Architekt der Schlacht von Verdun. Der dann auch das Zepter irgendwann aus der Hand gab. Der ist im April auch gestorben. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das haben wir damals gar nicht erwähnt. Generalstabschef des Deutschen Heeres, also der oberste Militär des Deutschen Reiches, Architekt der Schlacht von Verdun, wurde von Ludendorff und Hindenburg entmachtet, die dann für 2 Jahre eine Art Militärdiktatur errichtet haben. Ja, wo die Zivilregierung nicht viel sagen konnte, bis dann gesagt wurde, ja, okay, der Kahn ist im Dreck. Liebe Zivilisten, bitte macht es mal Frieden. Dann noch vorletzte Persönlichkeit. Ernst Henry Shackleton ist gestorben im Januar. Den hatten wir auch sehr so oft. Genau, das ist so ein Erkunder, so ein Extrem. Genau. Ja, also Shackleton, der hat sehr viele Arktis, Antarktis Erkundungen gemacht. Es war auch, glaube ich, der mit so einem Ruderboot dann noch schnell mal eben seine Männer gerettet hat, indem er sich ins Ruderboot gesetzt hat, um dann zur nächsten Zivilisation zu fahren und zu sagen, hey, wir sind da gestrandet, wir müssen abgeholt werden. Wahnsinn, völliger Wahnsinn. Ja, also die Endurance-Expedition, die hatten wir auch mehrmals im Vor-100-Podcast. Der ist gestorben. Der ist geboren 1874 übrigens. Und die letzte Person, die ich noch erwähnte, das hatten wir auch nicht im Vor-100-Podcast, aber das fand ich noch erwähnenswert. Und zwar Hermann Rorschach. Also es sind ja diese Figuren, die man manchmal so, diese Tintenkleckse, die man sieht, bei denen man dann irgendwelche Deutungen machen muss, die sind von Hermann Rorschach. Und weil der Name so also klingelt bei vielen, dachte ich, ist es auch noch erwähnenswert zu erzählen, dass Hermann Rorschach im April diesen Jahres starb. Der wurde gar nicht so alt. Der ist Jahrgang 1884. Ja. Nee, das ist nicht alt, nee. Der ist ja dann 38, 37 Jahre alt. Ne? Ja. Ja, also seinen Geburtstag hat er nicht mehr miterlebt, daher 37. Ja, also so viel dazu. Wir haben uns von vielen Personen verabschiedet in diesem Jahr, in Vor 100 Podcast. Viele haben uns sehr viele Staffeln auch begleitet. Und ich bin gespannt, was uns das folgende Jahr noch bringen wird. Dazu habe ich noch mal einen Blick in die Statistik geworfen. Wir haben ja dieses Chronikbuch vor uns. Da gibt es ein wenig Statistik. Und die letzten Jahre habe ich das immer gemacht und ich war mit mir selber nicht zufrieden, weil ich bin ein Zahlenmensch und das ist, glaube ich, nicht gut, wenn der Zahlenmensch die Statistik dann den Statistikteil macht. Deswegen habe ich mir gewünscht, wenn Steffen okay ist, dass er das dieses Jahr macht. Dankeschön. Und ich bin das komplette Gegenteil. Ich habe zwar Wirtschaftsmathe auch studiert, aber ich hasse es, im Podcast Zahlen zu nennen. Ja, ich glaube, das ist auch richtig so, weil das ist das falsche Format. Deswegen war ich mit mir selber da auch immer nicht zufrieden. Aber wir kommen zu den Zahlenstatistik. Und ich bin das andere Extremum. Und ich habe hier trotzdem ein paar Zahlen, die ich nennen möchte. Und mache dann auch gleich den Schwenker zur Polizei. Und zwar Wohnbevölkerung. Im Deutschen Reich vor 100 Jahren sind 61,9 Millionen. Das ist jetzt nicht die komplette Bevölkerung vom Deutschen Reich, sondern die Wohnbevölkerung, das ist was anderes. Und da habe ich mich gefragt, wie splittet sich das eigentlich auf in Männer, Frauen, also eine andere Unterteilung hat man hier nicht, oder in ledige, verheiratete oder sogar Verwitwete. Und habe mich gefragt, ob man hier immer noch die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges sehen kann in den Statistiken. Und tatsächlich, also wenn wir uns mal anschauen, wer vor 100 Jahren als ledig gemeldet war, dann waren das um die 36 Millionen Menschen im Deutschen Reich. Mehr Frauen als Männer, ungefähr 3 Millionen Frauen. Warum mehr. So viele? Ja, okay. Und Verheiratete sind dann doch 21 Millionen. Und die wichtigere Zahl fand ich jetzt Verwitwete und Geschiedene.
Da wird hier in der Statistik erwähnt, dass es von den Verwitweten und Geschiedenen ungefähr 3,8 Millionen Menschen gab. Männlich ca. 860.000, weiblich 3 Millionen. Ja, das kann man mit Geschieden irgendwie nicht erklären. Nee, also das sind noch sehr viele verwitwete Frauen, die beklagen, dass ihre Männer nicht aus dem Krieg zurückkamen. Ja. Und tatsächlich ist es so, dass ja... Das ist auch irre, was das bedeutet. Ne? Dann, also das sind so viele Frauen, dann wahrscheinlich von Familie nur ein Bild auf dem Nachtschrank stehen haben. Ja, das ist echt übel. Ja. Ja, viele Frauen mussten sich dann auch wieder durchbeißen. Alleine. Auch generell war das Jahr kein leichtes Jahr. Die Statistik der Berliner Polizei vermeldet zahlreiche Selbstmorde. Allein in Berlin sind es 1200 Selbstmorde, die gezählt wurden. Das ist ein rasanter Anstieg. Und es gibt halt sehr, sehr viele Überfälle in Berlin. Es gibt hier eine Kriminalitätsrate von 2000 Straßenüberfällen, 1000 Hotel- und Pensionsdiebstählen. Generell gibt es gerade sehr viel Verbrechen auf den Berliner Straßen. Also liebe Zeitreisende, wenn ihr vor 100 Jahren auf den Berliner Straßen unterwegs seid, seid bitte vorsichtig. Achtet auf eure Taschen. Seid vielleicht abends nicht immer in Parks unterwegs oder meidet bestimmte Gegenden. Gestiegen sind nicht nur Taschendiebstähle, sondern auch Museums- und Kunstdiebstähle, Falschmünzerei, illegales Spiel und vor allem ja auch Wucherdelikte. Also du erwähntest bereits die Tannenbäume. Auch das ist Wucher. Und die Berliner Polizei, die muss sich da auch jetzt langsam neu orientieren und muss auch die Ausbildung verbessern. So, und auch das Image besser präsentieren. Deswegen haben sie einen Bericht in der Vossischen Zeitung veröffentlicht und dort auch Bilder abgedruckt, wo man sieht, dass die gerade Selbstverteidigungsunterricht machen und dass sie ein Abhärtungsprogramm haben für die Schutzpolizisten in Berlin-Spandau. Die müssen nämlich gerade vor 100 Jahren bei 5 Grad Kälte im teilweise noch liegen gebliebenen Schnee ohne Oberhemd, also mit nacktem Oberkörper, da entlang joggen und Turnübungen machen. An der frischen Luft bei 5 Grad. Ja. Ich saß heute in einem Büro, was ca. 17 Grad Celsius war und das fand ich schon arschkalt. Ja, 17 Grad auf Arbeit, das ist jetzt, also für 8 Stunden rumsitzen und sich nicht bewegen, kalt, ja. Ja, da war ich sehr froh, dass ich so einen höhenverstellbaren Tisch habe und mich auch mal hinstellen konnte und wippen konnte. Ja, und die Polizei, die wird sich verbessern, die muss sich jetzt auch verbessern. Es kommt jetzt zu Neuanschaffungen. Man hat sich zum Beispiel ein neues Dienstgefährt, das ist so eine Art Motorrad, wo aber mehrere Personen drin sitzen können, angeschafft, damit man wendiger und schneller ist als die Gangster in ihren Autos. Und auch in den folgenden Jahren wird sich die Polizei neu strukturieren. Es gibt, ich glaube, 1926 dann auch eine komplette Neustrukturierung, auch mit dem Morddezernat. Da kommen dann auch so Persönlichkeiten wie Ernst Gennert kommen dann auch zutage. Genau, wer ist denn Ernst Gennert? Da musst du dir nochmal die Folge anhören, Geschichte der Kriminalität. Ist das der aus hier dieser Serie, Fernsehserie, die alle, die man viele geguckt haben über die 20er Jahre und ich nicht? Genau, ja, da kommt der auch drin vor. Und im das ist Folge, ein ganz bekannter Inspektor, ne? Der ja, im Folge viele Verbrechen aufklärt. In Folge 119 hatte ich mit Ajufo von damals TM über die Geschichte der Kriminalistik gesprochen und da kommt Ernst Gennert auch drin vor. Wenn ich das hier in der Kapitelmarke richtig sehe, dann spreche ich wohl 12 Minuten 48 darüber. Kann man sich gerne nochmal anhören. Können wir ja verlinken. Ja, da würde ich sagen, hast du noch was, Steffen? Ich bin durch mit meinen Themen. Dann würde ich sagen, der Elch, der mit dem gelockten Haar, den gewachsenen Geweih und den schlankesten Wimpern möchte gern die Bühne betreten. Er möchte noch einmal dieses Jahr ordentlich rühren. Ja, also
Harald Krah-Kessler war in der Periode von vor 100 Jahren, über die ich berichte, in Berlin und ist dann auch gereist nach Holland über die Schweiz. Ja, und zwar begann 16. November Berlin. Abends aßen Stresemann, Raumer, Schuberts und Bergers bei mir bei Hiller. Natürlich. Stresemann ist halt ein zukünftiger Reichsminister der 20er Jahre, den ich nach der Beziehung seiner Partei zu Stinnes befragte, antwortete, soweit sie materieller Natur seien, bestünden sie darin, dass Stinnes jährlich 10.000 Mark spendet, aber an den Drucksachen der Partei 5 Millionen Mark verdient. Dazu muss man wissen, dass Stinnes und auch Stresemann beide in der DVP waren. Und diese Partei, Deutsche Volkspartei, die ist jetzt eher bürgerlich mittig. Die sind jetzt nicht die SPD und auch nicht linksgerichtet. Das finde ich auch mal so spannend an Harald Krah-Kessler. Weil der hat ja auch noch andere Kreise, mit denen er sich regelmäßig trifft, die sehr SPD-lastig sind, dass der sich da in diesen ganzen Kreisen so bewegen kann. Und halt, das haben wir immer gar nicht klar, dass halt sowohl Stresemann als auch Stinnes in der gleichen Partei waren. Ist Stinnes nicht der, der da so an der Inflation gewonnen hat? Genau, also in den Quellen, die wir haben, der kommt auffällig schlecht weg. Und ist mir ehrlich gesagt zu auffällig. Ja, also das scheint mir vielleicht auch nicht so fair zu sein. Da ist er immer der böse Kapitalist, der in der Inflation gewinnt und überall sich bereichert. Hm. Ja. Wir hatten ja auch die Meldung, dass er einen Friedensvorschlag gemacht hat, ohne beteiligte Regierung mit Frankreich, der aber über seine Regierung abgewickelt werden müsse, wo er dann auch wieder sich bereichert hätte über seine Unternehmen. Ja, ja, und dann trifft er halt wieder 3 Tage später diese SPD-lastige Gruppe, also Breitschach und Gerler, Georg Bernhard. Und die unterhalten sich über diese Regierung, die sich gerade formt. Und also man muss dazu wissen, also diese andere Gruppe, da sind ganz, ganz viele Mitglieder des Reichstages mit, das sind, wie gesagt, sehr Richtung SPD. Und die SPD hat sich ja eben nicht an die Regierung beteiligen wollen. Und deswegen ist ja Wirth, der alte Reichskanzler, zurückgetreten. Und wir haben jetzt Kuno, diesen Manager von außen. Mhm. Und in der Runde wurde Folgendes einhellig beschlossen, und das war der Konsens. Die Frage ist man, das wäre alles so schwach und furchtbar, solle man es gleich stürzen oder solle man sie sich erstmal selber blamieren lassen? Ja. Und die Frage ist jetzt, was ist außenpolitisch weniger schädlich? Ja. Und die anderen nicht, oder? Nee, die natürlich schließen die sich immer noch an, ist ja klar. So, wir haben ja immer auch sein Tagebuch und das ist auch null effektiv, das muss auch so nicht stimmen. Jedenfalls, das ist dann, und die Begründung ist, Zitat, der einzige Vorteil, den das Kabinett Kuno Deutschland bringen könne, sei, dass es auch dem Ausland bewiese, ohne Linksparteien und Arbeiter sei keine für das Ausland brauchbare Regierung in Deutschland möglich. Ja. Das lässt ja hoffen. Ja, das toll, ne? Lage aus Sicht der Sozialdemokraten äußerst schwierig. Und er trifft sich dann am 27. November zu dritt, fand ich ein sehr spannendes Gespräch, mit Viktor Neumann und Stresemann. Und er sagt immer bei mir, bei Hiller in Klammern. Und Hiller ist so ein Edellokal, das ist für ihn bei mir. Ja. Und dann sitzt er halt, sie sitzen da zu dritt. Und es geht darum, einmal wird er von Stresemann gefragt, also Harry Graf Kessler, ob er nicht Lust hat, Botschafter in Brüssel zu werden. Ich hatte das, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass er da gefragt wird. Ja, das wurde schon wieder gefragt. Er fühlt sich natürlich geschmeichelt, lehnt aber ab und sagt, also es kommt für mich nur in Frage, wenn die aktuelle Regierung irgendeinen Plan für die Reparationsfrage aufstellt. Nur dann mache ich das, ansonsten ist das Quatsch. Ja, hat er ja nur sein Gesicht zu verlieren. Ja, eben. Und da merkt man vielleicht auch, dass er zu viel mit der SPD herumhängt. Wie auch immer. Es ist, wenn er das alles so gesagt hat, überraschend ehrliches Feedback. Mhm, ja. Und dann haben die sich auch getroffen, weil das ist so, wie er das schildert, das ist interessant. Also wie gesagt, Stresemann und auch Viktor Neumann. Also Viktor Neumann ist ein Schriftsteller und
Diplomat aus dem Auswärtigen Amt. Ja, also der vertritt das Auswärtige Amt in diesem Dreierbündnis. Und wie gesagt, Stresemann ist Mitglied des Reichstags und DVP, also so eine Art konservative Partei, eben überhaupt nicht SPD. Und der trifft sich auch mit Harry Krack-Kessler, weil er von seinen Kontakten weiß. Und die diskutieren die Frage, ob der Kronprinz, also der aktuelle Thronfolger des Hauses Hohenzollern von Willi II., das Kind, ob das nach Deutschland zurück soll. Und er erbat, dass halt Harry Krack-Kessler in der Linkspartei das Thema bespricht und auch Fürsprache sucht für diese Rückreise. Und er sagt, er hat ausführlich seine Bedenken dazu geäußert. Also Harry Krack-Kessler hält das für keine gute Idee. Ja, also wo haben sie denn den jetzt wieder ausgegraben? Also wollen sie denn jetzt mit dem? Genau. Also ich fand es interessant, wie halt da Politik stattfindet, auch wenn wir jetzt immer nur diese eine Brille haben, aber so wird dann sich versucht, zwischen die Lager Kommunikation aufzubauen. Das, glaube ich, kann man daran ganz gut sehen. Und dann bohren natürlich ein tiefes Brett. Die haben eine Idee, wie man die Reparationsfrage lösen kann, über einen Reparationsfonds. Steffen, hast du darauf Lust, wie der funktionieren soll? Ja, kannst du es in kurzen, knappen Worten erklären? Also nicht so sehr. Also die Idee ist, dass man die französische Industrie, deutsche zusammenpackt in einen Fonds und die Gewinne 80-20 aufteilt. 80 Frankreich, 20 Deutschland. Ja, das finde ich ehrlich gesagt ist gar keine so schlechte Idee, also die Wirtschaft miteinander zu verflechten. Ja. Weil du dann auf einmal auch von beiden Seiten Interesse hast, dass da kein Krieg dazwischen kommt. Ja. Und Harry Krack-Kessler meint dazu nur, warum hat denn Kuno das nicht schon längst verkündet, wenn ihr hier so einen tollen Plan habt in der Schublade. Ja. Und dazu meinte Stresemann, ja, das geht erst, wenn das Parlament eine Grundlage gibt, weil man Angst hatte vor der Debatte, wenn man den öffentlich platziert. Aber er hat versprochen, mit Kuno darüber zu reden, weil halt auch dann sagt wieder Harry Krack-Kessler, also sozusagen, wenn ihr dann diesen Plan da mal irgendwie platziert, dann kann ich ja da auch wieder aktiv sein. Wir brauchen eine Lösung. Also das wird von ihm auch so anerkannt, dass es tatsächlich ein guter Plan sei. Ja, positiver Plan. Also der wird das nicht super gelobt, aber der wird als gut genug anerkannt, dass man ihn hätte, dass er besser ist als das, was jetzt passiert ist. Dass er in der Öffentlichkeit in Brüssel rühren würde. Ja, da würde er erstmal mitrühren, ja. Okay. Dann befindet er sich, was ich auch wieder interessant finde, ein paar Tage in einem ganz anderen Kreis, und zwar Harry Krack-Kessler war halt nicht nur da politisch aktiv, sondern er war auch bei den Pazifisten sehr umtriebig im Jahr 1922. Mhm. Unter anderem beim Bund Neues Vaterland. Ja. Und die diskutieren auch über eine Lösung der Reparationsfrage. Und bei den Pazifisten... Entschuldige, du willst mir sagen, dass ein Bund, der sich nennt ein Bund Freies Vaterland oder Neues Vaterland, dass das ein Pazifistenbund ist? Ja. Okay, ja, so interessante Neues Namenswahl. Okay, ja, gut, red weiter. Ja. Na, in seinem Tagebuch übrigens Bund NV. Es musste ich erstmal ein bisschen rumüberlegen, was das jetzt war. Ja, okay. Und die haben folgenden Plan für die Reparationsfrage. Steffen, hast du da Interesse? In kurzen, knappen Worten, bitte. Beschlagnahme der Hälfte aller deutschen Privatvermögen ohne jeden Unterschied. Hälfte davon für Operationszwecke, also ein Viertel dann insgesamt, und die andere Hälfte für Stabilisierung der Mark. Das kommt in der Bevölkerung bestimmt super an. Ja, Harry Krack-Kessler sagt dazu, solcher Sturm, der alles wegfegen würde, dann könnte überhaupt nicht mehr von der Reparation gesprochen werden. Die Resolution ist daher gleichzeitig unsinnig, undurchführbar und gefährlich. Ja, also ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das ist, also die Pazifisten haben auch Ideen. Ja, davor war halt die konservative Sache mit diesem Industriefonds. Ja. Ja. Aber das ist die spannende Frage. Was halt immer hier witzig, interessant ist, dass es den, also zumindest Harry Krack-Kessler nach in seinem Tagebuch, den Leuten klar war, dass hier was gefunden werden muss, weil die Franzosen in etwa weniger Wochen einmarschieren werden ansonsten. Ja, womit er auch recht hat. So, und jetzt fährt er halt dann über Weimar Anfang Dezember nach Genf, ja, und er fährt nochmal nach Den Haag. Er liest unterwegs Tolstoi, es geht ihm gut,
Und alles ganz, ganz toll. Weil in Den Haag ist er im Internationalen Frauenkongress eingeladen als Redner. Oh, aha. Er beschreibt Frauenkongress in der Witteburg auf dem Wege nach Schevingen. Wunderbar weicher, sonniger Morgen. Die Kanäle glänzen zwischen den kahlen Bäumen. Ein wahrer Friedensmorgen. Und er beschreibt die Vorträge als etwas langatmiger. Und zum ersten Vortrag sagt er, der behandelt die wirtschaftlichen Folgen der Friedensverträge von einem Engländer namens Sir George Pesch. Das ist genau dasselbe, was er schon mal gesagt hat. Das findet er bestimmt ganz gut. Ja, das findet er natürlich gut. Ja. Und er hat natürlich eine Rede gehalten. Und hier fand ich noch ganz kurz, was er da gesagt hat, 2, 3 Sätze. Zitat: Ich sprach über die Rolle der Frau bei der Schaffung eines neuen Menschen, der als Täter eines neuen Friedens unentbehrlich sei. Die Hauptrolle der Frauen müsse sein, Organisation gegen die nationalistische Verseuchung der Kinder zu schaffen. Unmöglich sei es, für die Schulen gegen die Gesinnung der Mütter zu erziehen. Und danach, direkt danach, der hat eine Doppelkonferenz, also quasi gleich nach Ende der Frauenkonferenz, gibt es einen Kongress vom Internationalen Gewerkschaftsbund. Die sitzen nämlich auch in Holland. Da war er auch schon mal mit Einstein, das hat er auch mal berichtet. Ich erinnere mich an irgendwelche Teppiche, über die er geredet hat. Ja, das ist richtig. Und da sind halt Pazifisten. Also da sind quasi nochmal, wird auch viel geredet. 600 Delegierte von 24 Nationen. Gerhard Hauptmann war auch da und der wurde auch gefeiert auf diesem Kongress. Das habe ich nicht mitgerechnet. Und er hat das 10 Seiten zugeschrieben und jeden Tag einzeln dargelegt. Ja, und da könnte ich es auch jeden Tag beschreiben, wer was besprochen hat. Harry Graf Kessler beschreibt sehr, sehr viel, weil er halt auch dann in der Endkommission dabei war und für Deutschland die Resolution mit verfasst hat, die dann halt erstellt wurde als Verdikt von dieser ganzen Konferenz. Und kannst du da in Kürze sagen, was da zusammenkam? Du darfst doch Nein sagen. Naja, also ich versuch's. Also die Idee ist, die Reparationsfonds in Deutschland tatsächlich in der Lage sei zu zahlen, ein neutrales Schiedsgericht zu unterbreiten. Diese Forderung könnte in Relation dann hinein und also dann halt über neutrales Schiedsgericht eine Friedensordnung zu erzeugen. Das ist erklären. Verstehe. Ja, das wäre das. Und er bleibt dann in Den Haag und reist dann nochmal nach London, verbringt dort Weihnachten und ist Silvester in Paris. Aber das beschreiben wir dann alles nochmal in der nächsten Folge. Ja. Dann hat der Elch das letzte Mal in diesem Jahr gerührt bei V100. Und ja, Luis, ich glaube, dann bleibt es an uns, unseren Zeitreisenden, zu danken für ein weiteres Jahr vor 100 zu hören. Und es ist nicht die letzte Folge der Staffel, aber des Jahres. Ja, weil die Winterstaffel geht bis Januar und wir berichten dann im Januar und machen dann im Februar die Winterpause. Ja. Der Hauptgrund war, dass wir das mit der Geburt unseres Sohnes, das haben wir jetzt die Reihenfolge der Folgen etwas geändert. Das hat sich dieses Jahr angeboten und ich fand es aber gut, ich würde das gerne so weitermachen. Ja, ich finde es auch aus dem Grunde ganz gut. Die erste Folge war sonst immer im Februar und eigentlich müsste man dann immer erzählen, was vom 15. Dezember bis 15. Februar soll es los war und da hat man sehr viel Neujahresgespräch und so weiter. Das macht sich einfach besser, wenn es am 15. Januar eine Folge gibt. Dann wir haben es ja sogar anders gemacht. Wir haben es schon mal das Jahr auch ausklingen gelassen, wenn auch am 15. Dezember etwas früher. Wir wollen dann aber nochmal mit dieser ganzen, ja, haben wir nochmal einen Haufen Sachen, um das Jahr einzuleiten. Das machen wir dann am 15. Januar. Mal gucken, wie sich das bewertet. Harry Graf Kessler habe ich jetzt nur bis zum 15. Dezember gemacht. Das ist noch nicht ganz ausgegoren, das verfeinert. Wir haben ja noch viele Jahre. Ja, gut. Dann wollen wir es zu Ende bringen, Luis. Dann ich wünsche allen Zeitreisenden einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr 1923 und vorher frohe Weihnachten. Ja, stimmt. Besinnliche, schöne, freie Tage.
Liebe Zeitreisende, vielen Dank fürs Zuhören. Das war's auch schon wieder mit der Folge. Gedanken könnt ihr gerne in Form eines Kommentars auf unserer Seite teilen, vor100.de. Dort erfahrt ihr auch, wie ihr uns unterstützen könnt. Vielen Dank.